Mutter, Schiller, beste Freunde, immer, Yahoo! Guten Tag, meine Damen und Herren, ich bin Goethe. Und ich bin Schiller und wir sind beste Freunde! Schiller, worüber sollen wir heute sprechen? Gute Frage, meine Liebste. Heute sprechen wir über Freundschaft. Gute Idee. Weißt du, dass ich dich gehasst habe? Ach, wirklich? Ich habe dich auch gehasst. Ich erinnere mich daran, als ich bei deiner Geburtstagsparty war. Hallo Zuschauer, ich bin hier bei der tollsten Party des Jahres. Goethes Party, er ist ein toller Schriftsteller. Ich kann nicht darauf warten, ihm zu begegnen. Worüber sprichst du? Von Goethe, Mann. Oh, er ist ein Genie. Ich will sein Sohn sein. Okay, toll, toll. Sie sind wie ein Kult. Wo ist Goethe? Er kommt nicht. Was? Er ist in Frankreich. Frankreich? Und nicht bei seiner Party? Ja. Warum sind wir hier denn? Um zu feiern! Was zum Teufel? Goethe ist ein Genie. Seine Werke sind Meisterwerke. Aber er ist so selbstverliebt, so arrogant. Ich kann ihn absolut nicht ausstehen! Wow. Ja, das war ich. Ich weiß. Aber jetzt liebe ich dich. So, alles ist gut. Weißt du, warum ich dich gehasst habe? Nein, warum? Wieso? Also, guten Tag, meine Damen und Herren. Heute gehe ich durch den Park spazieren. Es gibt Ente, Schwäne, Schiller, Gott. Oh mein Gott. Ich kann den Mann absolut nicht ausstehen. Hoffentlich sieht er mich nicht. Er hat ein verdammtes Buch geschrieben, Die Räuber. Das Buch ist eine Beleidigung der Menschheit. Schlecht geschriebene Unterkennung von Natur. Goethe? Schiller! Hallo, wie geht's? Ja, mir geht's gut. Was machst du denn? Erforschung? Ich muss los, ich muss los. Okay, ich auch. Tschüss. Ja, tschüss. Er läuft wie ein... Was für ein Arschloch! Er läuft wie ein Kamel herum. Laufe ich eigentlich wie ein Kamel herum? Ich bin Arthur, ich muss Gleichnisse verwenden und auch die Wahrheit sagen. Aber ich liebe dich, Kumpel. Oder soll ich Kamel sagen? Oh, halt die Klappe. Erinnerst du dich daran, als wir zusammen bei der Naturwissenschaftsvereinigung-Konferenz waren? Oh, wie könnte ich vergessen? Hallo Zuschauer, ich bin bei der Naturwissenschaftsvereinigung Konferenz. Ich freue mich darauf, dass ich hier bin. Hoffentlich werden wir über Pflanzen sprechen. Zuerst muss ich meinen Platz finden. Es gibt so viele Plätze und alle haben ein spezifisches Platz. Ah, dort ist mein Name. Los! Das ist mein Platz. Und, ach, meine Güte, oh mein Gott, welche Art von Dämon würde mich neben ihn stellen? Vielleicht kann ich meinen Platz schnell verwechseln. Schiller! Oh, hallo Goethe. Hallo Schiller. Ich sehe, dass wir Nachbarn sind. Ja, darauf freue ich mich. Ja, ich auch. Ich muss los, ich werde euch von heute später erzählen. Hallo Zuschauer, die Konferenz war ausgezeichnet und ich habe einem neuen Freund begegnet. Bitte sagt euch Hallo zu Johann von Goethe. Hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Goethe und ich haben den ganzen Tag über alles gesprochen. Er ist wirklich ein Genie. Oh bitte, du bist doch klüger als ich. Ich wünsche. Hey, ich habe eine Idee. Wir sollen etwas zusammenschreiben. Ja, okay, Zuschauer, wir müssen jetzt los. Wir haben Arbeit zu tun. Dann hatten wir Szenen geschrieben. So viel Spaß gemacht. Wir haben so viele tolle Erinnerungen zusammen. Ja, einverstanden.
Aber nicht alle von diesen Erinnerungen sind gut. Was meinst du denn? Äpfel. Guten Tag, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich Ihnen alles erzählen. Ich habe mich so gefreut, mich nach einem langen Tag ein bisschen zu entspannen. Vielleicht ein bisschen schreiben, essen, schlafen. Aber nein. Sobald ich ins Haus gekommen bin, habe ich einen fürchterlichen Gestank bemerkt. Und so jetzt gehen wir. Und dann habe ich etwas gefunden, das meinem lieben Freund Schiller gehörte. Was zum Teufel? Äpfel? Ja, scheiße, Mann! Was ist los mit dir? Das ist nicht normal! Aber es hilft mir, mich zu konzentrieren. Ah, der Geruch des Fortschritts. Unglaublich! Mein bester Freund ist ein Idiot. Respektiert meinen Prozess, bitte. Ich weiß, du bist ein sehr guter Autor, aber verfaulte Äpfel? Ich brauche den Geruch. Du bist auch seltsam. Wie? Du kannst nicht konzentrieren. Okay, aber das ist nicht so seltsam. Viele Leute können nicht konzentrieren. Gute, ich sage das, weil ich dich liebe. Bitte mach dein Faust fertig. Ich will die Geschichte vor meinem Tod lesen. Ja, es kommt. Nein. Liebe Zuschauer, wir gehen jetzt, weil Gothe arbeiten muss. Aber... Schreiben. Und wir kommen nicht zurück, bis Gothe fertig ist. Oder ich tot bin. Tschüss, meine Damen und Herren. Tag, ich mache mein letztes Video. Der verliebte Schiller ist tot. Er war mein bester Freund. Der Nacht zu meiner Tag. Ich weiß nicht, was ich ohne ihn machen kann. Ich versuche, fast fertig zu machen. Das wollte er. Ich weiß nicht, was ich weiter sagen kann. Ich fühle mich, wie ein Teil von mir verloren ist. Tschüss, meine süße Zuschauer.